Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch unsere schönsten Weihnachtskinderfilme. Los geht's! Manche wissen ja vielleicht, dass mein Mann ein ganz, ganz großer DVD-Filmsammler ist. Und unser ganzes Wohnzimmer ist voll mit DVDs, sieht man ja auch ab und zu mal in den Vlogs. Und deswegen habe ich eine große Auswahl der schönsten Kinderfilme zu Weihnachten für euch. Und zwar diesen ganzen Stapel möchte ich euch jetzt präsentieren. Nehmt euch am besten einen Teller mit Plätzchen und was Leckeres zum Trinken, weil es könnte ein bisschen länger dauern. So, als erstes zeige ich euch zwei, und zwar die Buddies. Einmal Santa Buddies und einmal die Snow Buddies. Das geht jedes Mal um die fünf gleichen Hunde. Und zwar sind es Golden Retriever Welpen, die Abenteuer erleben. Einmal sind sie am Nordpol sozusagen und erleben Abenteuer mit Santa Claus. Und einmal bringt einer sie in Bedrängnis sozusagen, einer der Welpen, und einer stellt Blödsinn an, alle sind mitgefangen und sie landen in der Antarktis. Nee, in der frostigen Arktis, so ist es, also in Alaska. Und dann nehmen sie an einem Schlittenhunderennen teil. Also wenn eure Kinder auf Hunde stehen und vor allem auf süße, kleine, knuffige, knautschige, wollige, kuschelige Golden Retriever Welpen, dann sind die zwei Filme wirklich was für euch. Also es ist sehr goldig. Ach ja, die Hunde können sprechen. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Also die Hunde sind hier die Hauptakteure in diesem Film. Diesen Film kennt ihr bestimmt alle. Das ist wirklich auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe die Musik. Ich liebe die Geschichte. Ja, also ich bin ein absoluter Eisköniginnen-Fan. Wer ihn noch nicht kennt, eine absolute Kaufempfehlung für euch. Da wird sich jedes Kind freuen, wenn das unter dem Weihnachtsbaum liegt. Das ist jetzt mal ein Film, den kennen vielleicht nicht alle. Und zwar Mrs. Miracle, ein zauberhaftes Kindermädchen. Und wer aus den 90ern ist, der kennt vielleicht diesen Schauspieler. Und zwar war das Dawson von der Serie Dawson's Creek. Und das ist der Schauspieler James Van Der Beek. Der spielt hier auch mit. Und Doris Roberts kennen vielleicht auch noch manche. In diesem Film geht es darum, der Mann ist alleinerziehend von diesen zwei süßen Jungs, das sind Zwillinge, tut sich ein bisschen schwer, eine neue Liebe zu finden. Die Jungs haben die Kindermädchen verkrault und es spielt alles in der Weihnachtszeit. Da geht es auch um ein Weihnachtsmusical, was die Kinder aufführen. Und der Mann verliebt sich in die Chorleiterin, wie man das auch immer nennen möchte. Und die Nanny, also das zauberhafte Kindermädchen, hat da auch so ein bisschen Magie mit reingebracht und ihm ein bisschen mit Magie unter die Arme gegriffen, eine neue Mama für die Kinder zu finden. Und das ist wirklich ein zauberhafter Film mit viel Schnee. Dann hier zwei bzw. drei Serien, die bestimmt alle kennen. Einmal Pippi Lotta, also Pippi Langstrumpf, dann Michel aus Lönneberger und die Kinder aus der Krachmacherstraße. Und hier ist eine Sammlung sozusagen, und zwar Pippi lernt Plutimikation, Pippi und das Weihnachtsfest, als Michel das Fest für die Armen gab, Pelle zieht aus und Lotta, ein Weihnachtsbaum muss her. Also auch kürzere Serien, wo man einfach mal sagt, gut, ich muss jetzt irgendwie noch den Braten vorbereiten für Weihnachten, dann mache ich einfach mal für mein Kind eine dieser fünf Serien rein. Insgesamt die Spieldauer sind 125 Minuten, aber wie gesagt, es sind fünf kürzere Episoden. Dann ein neuer Film, den ich vorher nicht kannte, und zwar Arthur Weihnachtsmann. Da hat mich die liebe Naela von Die Gundis draufgebracht. Die hat ihn mal mit ihren Kindern angeguckt. Also den Kanal von ihr verlinke ich euch unten in der Infobox. Und der ist wirklich zuckersüß. Also der ist wirklich zum Lachen. Darum geht es einfach, das ist der Sohn vom Weihnachtsmann. In dem Film wird er auch mal als Nikolaus betitelt, ganz am Anfang, aber das lassen wir mal außen vor. Das ist ja nicht der Fall, dass Weihnachtsmann, also Santa Claus, auch der Nikolaus ist. Das stimmt ja nicht. Ist ein bisschen verwirrend am Anfang, aber trotzdem ist es ein toller Film. Justin Bieber singt die Titelmusik. Und es geht einfach um die Modernisierung des 25. bzw. 24. Dezembers. Und hier hinten sieht man schon, das ist quasi die Generation der Weihnachtsmänner. Der Opa spielt auch mit, der ist sehr lustig. Dann der älteste Sohn, der für die Modernisierung zuständig ist, zwecks
schneller der Auslieferung der Geschenke, dann der jüngere Sohn, der ein bisschen so ein Tollpatsch ist, und der aktuelle Weihnachtsmann. Also wirklich ein lustiger Weihnachtsfilm. Wenn wir schon bei Santa Claus sind, muss natürlich das Original mit Tim Allen dabei sein. Alle drei Teile kennt ihr bestimmt mindestens einen Teil davon. Mir gefällt immer noch der erste am besten. Den dritten finde ich am schlechtesten. Aber gehört natürlich alles in die Sammlung. Santa Claus. Da geht es wirklich um den Weihnachtsmann, wie er entstanden ist. Dann nächster Teil, er findet eine Frau. Und im dritten Teil bedroht ihn der Frost. Also Väterchen Frost auf Deutsch. Dann schon wieder ein Weihnachtsfilm mit Hunde. Aber das ist ein besonderer Film. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das Musical oder das Theaterstück kennt, 12 Hunde zu Weihnachten oder zum Weihnachtsfest. Und das ist hier der Film dazu. Da geht es einfach darum, ein Tierheim, das privat Hunde aufnimmt, also ein privates Tierheim. Da stirbt die Besitzerin und die Nachkommen müssen jetzt das Tierheim retten. Und diese Hunde hier spielen alle mit und sie führen eben das Theaterstück 12 Hunde zu Weihnachten auf und die Tierheimhunde spielen mit und werden sozusagen durch dieses Theaterstück vermittelt, weil dann die Zuschauer eine Patenschaft für die Hunde übernehmen können bzw. sie mit nach Hause nehmen können. Das ist wirklich ein sehr schöner Weihnachtsfilm mit toller Musik und einer netten sozialen Geschichte dahinter. Dass man an Weihnachten eben nicht nur Geschenke bekommen soll, sondern auch etwas Gutes tun soll, auch den Tieren was Gutes tun Als soll. Nächstes kommen zwei Kinderfilmklassiker, also die Muppets kennt jeder. Und die Muppets haben auch eine eigene Weihnachtsgeschichte rausgebracht. Miss Piggy ist natürlich jedem bekannt. Und da geht es einfach darum, ich lese euch mal den Text vor, der verbitterte und hartherzige Der verbitterte und hartherzige Pfennigfuchser Ebenezer Scrooge wird von drei Geistern auf eine magische Reise durch seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mitgenommen. Dabei erkennt er letztendlich doch die wahre Bedeutung von Weihnachten. Also, ein Weihnachtsmuffel wird bekehrt. Der Film dauert 86 Minuten. Und Shrek kennt bestimmt auch jeder. Und die haben auch eine separate Weihnachtsgeschichte rausgebracht. Mit lustiger Musik und alle Akteure sind natürlich dabei. Schreck, oh du schreckliche Weihnachten sozusagen. Dieser Film dauert nur 27 Minuten, ist auch so ein kurzer Film, den man mal schnell reinmachen kann, um ein Kind zu beschäftigen, was natürlich jetzt nicht so sinnvoll ist, aber an Weihnachten darf das natürlich mal sein. Wenn irgendwie noch Geschenke eingepackt werden müssen, dann darf auch mal so eine Weihnachtskurzgeschichte angeguckt werden, meiner Meinung nach. Als nächstes ein Klassiker. Und der muss an Weihnachten sein. Ich gucke den eigentlich den ganzen Winter über. Aber an Weihnachten muss er mindestens einmal angeguckt werden. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und Mariella zum Beispiel hat auch die Titelmusik als Spieluhr. Da gibt es auch mal ein Video auf Instagram, habe ich mal ganz am Anfang hochgeladen. Ja, es ist eins meiner absoluten Lieblingsmärchen. Und in dieser Winteredition natürlich spitze. Und die Kleider sind super. Also vor allem hier, ne? Dieses Glitzerkleid, toll. Dann der liebste Weihnachtsfilm meines, wie nennt man das, Eisenbahnverrückten Mannes oder Dampflokomotivbegeisterten Mannes, ist natürlich der Polarexpress. Da geht es wirklich darum, die Magie von Weihnachten, den Zauber von Weihnachten und zu erleben oder auch, dass viele Erwachsene einfach diese Magie von Weihnachten oder den Glauben an Weihnachten verloren haben. Und in dem Film geht es auch immer um das Glöckchen einfach nicht mehr hören können. Und das ist eine sehr schöne Bedeutung, ein sehr schöner Film. Kann ich jedem ans Herz legen. Polarexpress muss unbedingt gesehen sein. Nicht nur an Weihnachten, sondern kann man auch den ganzen Winter über anschauen. Es ist wirklich ein Film, zum Entspannen, zum Fantasieschwelgen, eine heiße Schokolade trinken, die Kinder hier in dem Film auch immer bekommen. Also es ist wirklich ein wunderbarer Film um den Zauber von Weihnachten. Und es ist wirklich schwer in der Zeit, in dieser hektischen Vorweihnachtszeit, das Wunder von Weihnachten, die Bedeutung von Weihnachten selber noch zu behalten.
Es ist wirklich so, man denkt immer nur Geschenke hier, Geschenke da, was essen wir, wer kommt zu Besuch, wann besuchen wir, wie kriegen wir den ganzen Besuch unter einen Hut. Aber das ist nicht Sinn und Zweck von Weihnachten. Und Kinder können diese Magie von Weihnachten eben noch super wahrnehmen und wir leider nicht. Und das zeigt der Film sehr deutlich. Und der letzte Film ist auch ein Klassiker. Santa Pfotes Weihnachtsabenteuer. Lese ich euch mal den Text vor, weil das ist der treffendste Text, da kann ich eigentlich gar nicht besser erklären. In diesem bezaubernden Weihnachtsabenteuer über Freundschaft, Mut und die wahre Bedeutung von Weihnachten erobert ein kleiner, flauschiger Welpe die Herzen aller kleinen und großen Hundefreunde im Sturm. Santa Pfotes großes Abenteuer erzählt, wie Santa Claus und der süße Santa Pfote gemeinsam Weihnachten retten und dabei zu echten Freunden werden. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Ihr merkt, wir sind hundebegeistert und das spiegelt sich auch in unseren Kinderweihnachtsfilmen wieder. Ich hoffe, da waren ein paar Filme dabei, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Wer jetzt noch mehr Filme sehen will für die Erwachsenen, dann schaut mal in die Infobox, da ist dann verlinkt das nächste Video, was ich gleich drehen werde, und zwar Weihnachtsfilme für uns Großen. Das war's, meine Lieben, bis demnächst, tschüss!